gezogen hat, was man bisher, was sie wohl selbst nicht für wahrhalten wollten. Und es hat geklappt. 3-1 am Ende hieß es für Aachen gegen Schwerin. Und darauf hofft er auch hier. Und ich wünsche mir auch, dass die Zuschauer hier mitgehen, weil es ist so eine tolle Arena geworden, eine tolle Mannschaft. Die hat es auch verdient, unterstützt zu werden. Jeder hat mal schlechte Tage im Sport, im alltäglichen Leben. Und jetzt der Punkt für Sandra Ettlinger. Aber wir müssen mal sagen, was für ein Ballwechsel gerade. Da einer nach eine Seite, die andere Seite jeweils den Ball geholt aus einer sehr, sehr schwierigen Position. Und das hat auch Lob verdient. Auch für die Sonderhofner hier. Ja, auf alle Fälle, natürlich. Man muss Fairness beweisen und das tun wir auch hier mit. Also auch wie gesagt, auch die Sonderhofner spielen in der ersten Liga der Frauen und nicht umsonst. Und die können auch guten Volleyball zeigen. Das tun sie hier auch. Ja, aber direkt mit einem Ass von Sandra Ettlinger. Und jetzt wollen die Schwerinner hier mit der Stimmung ein wenig den Spielerinnen helfen, die sich schwer tun. Adler Robber mit dem Schlag. Jetzt können sie den nur rübergeben. Und als Kurzvariante gedacht von Denise Hanke, aber der Block hat aufgepasst. 6-11. Und Adler Robber jetzt aus dem Spiel und dafür kommt Julia Retzlaff. Ettlinger mit der Angabe jetzt erneut. Und man sieht, Anja Brandt macht sich da fertig auf der Bank. Und wieder durch den Block durchgeschlagen und der Ball war drinnen von Lina Meyer. Und jetzt liegt man hier 6-12 hinten und Berit Kaufeld geht jetzt aus dem Spiel und Anja Brandt kommt. 6 Punkte zurück ist auch schon ein kleines Pflaster. Nicht uneinholbar, aber jetzt muss Tore doch handeln. Und das tut er, indem er jetzt Sandra, Anja Brandt und Janine Völker gebracht hat, was jetzt nicht gleich gefruchtet hat, aber er hofft sich natürlich, dass das im Laufe. Ja, Sandra Ettlinger mit dem Punkt jetzt zum 6-13. Und man hat es gesehen, er hat jetzt nicht nur Anja Brandt gebracht, er hat auch Marie Frick dazu geholt auf die Bank und wird jetzt, denke ich, gleich noch reagieren und Marie Frick für Denise Hanke bringen, die momentan auch etwas unglücklich wirkt. Um eben vielleicht das Mentale, das Emotionale ein wenig zu brechen auf dem Feld. Ja, das ist schon gut möglich. Also man sieht auch in den Gesichtern der Spielerinnen, dass sie nicht zufrieden mit sich selber sind. Das ist also die Körpersprache. Und jetzt heißt es nochmal, sich gegenseitig hochzupushen. Und vielleicht diesen Satz gleich noch eine schnelle Wendung zu geben. Ja, der Fanclub des SSC macht da drüben jetzt nochmal Alarm. Will die Zuschauer noch mehr mitnehmen. Und Anja Brandt und macht da den Punkt. Zum 7-13, der erste Erfolg ist gegeben. Und Anja Brandt kommt jetzt auch zur Angabe. Das ist aber der Vorteil für Ture Alexandersson und den SSC, dass man halt Alternativen hat. Ja. Und der Ball zu weit von Anja Brandt. 7-14. Gugulova. Nadja Schaus, mit etwas Glück. Ja, mit Glück gehört auch dazu, habe ich schon mal heute gesagt. Und gerade jetzt in dieser Phase ist Glück auch sehr, sehr wichtig. Und es steht 8-14. Ja, und man hat es gerade kurz gesehen, Denise Hanke vor ihrer Angabe. Bleibt stehen, kurzer Blick nach oben. Hat wollte sie sagen, Gott hilf mir bei dieser Angabe. Und wir wollen gucken, Sprungaufgabe. Gut gespielt, kurze Variante, Anne Klevin. Mit dem Punkt. Reagiert. Sie hat sofort gesehen, da ist er frei und nutzt das. Und Punkt für Sonthofen, 8-15. Ja, man reibt sich auch verwundert die Augen, wenn man den ersten Satz gesehen hat. Hat Schwerin sich am Griff gehabt. Jetzt ist es genau andersrum. Ja, komisch. Wie gesagt, der SSC hat sich in dieser Saison leider immer so ein paar
Ausweichmanöver nach hinten, also zum Negativen geleistet. Und das sieht man heute auch leider. Aber wie gesagt, noch ist Zeit, diesen Satz zu drehen. Und wir drücken natürlich die Daumen und hoffen, dass es auch gelingt. Ne? Ja, Patricia Thormann mit dem Punkt eben. Und jetzt Julia Retzlaff mit der Angabe. Kommt gleich wieder zurück. Und die Möglichkeit, jetzt haben sie die Variante auch mal gestellt. Die kurze Variante und die lange dann mit Patricia Thormann abgeschlossen. Ja, auf alle Fälle. Also das hat sie super gelöst, die Patti Thormann. Also da genau die Lücke zu finden dort ist schon nicht schlecht. 10-15. Julia Retzlaff mit der Angabe. Und auch da die Lücke und da der Block nicht richtig geschlossen zwischen Thormann und Chaus. Und dann ist der Ball drinne von Anne Kleven und technische Auszeit beim Stand von 10-16. Und wir können das gerade hören. Wir halten mal kurz rein. Ja, richtig, Sie hören nichts. Es ist still hier in der Halle. Es ist wirklich saustill in der Halle. Und wenn das ein Spieler, Schweriner Spieler nicht erschreckt, was dann? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, es ist eine ungewohnte Ruhe eben gewesen. Natürlich, jeder versucht irgendwo auch mit zu erhaschen, was doch der Tore jetzt oder auch der Gästetrainer, aber es ist natürlich sehr schwer in so einer großen Arena und es bleibt gespannt. Es war gerade gespenstisch ruhig, währenddessen haben wir jetzt kurz gesehen. Nächster Heimspiel. Die Revanche-Chance fürs Pokal aus gegen Smart Allianz Stuttgart am 15. Januar, wenn ich das richtig informiert bin, hier in der Arena in Schwerin. Ja, da gibt es dann die Pokalrevanche, das ist das nächste Heimspiel hier. Und das wird kein einfaches Spiel, weil da kommt, wenn der Stand so bleibt, wie er jetzt ist, der Tabellenführer nach Schwerin. Ja, der ungeschlagene Tabellenführer, beziehungsweise am kommenden Sonntag im neuen Jahr, am 2. müssen sie zum ebenfalls ungeschlagenen Dresdner SC, der eigentlich Tabellenerster ist, weil sie noch nicht einen Satz abgegeben haben in dieser Saison. Nur als ein Spiel weniger auf dem Konto haben als die Stuttgarterin. Ja, apropos Satz abgegeben. Es sieht ganz gut aus, als wenn der Schwerin hier den Satz abgeben könnte beim Stand von 10-17. Und erneut darf Lena Meyer die Angabe machen. Und aber etwas besser als Schwerin im Spiel. Patricia Thormann mit dem Punkt zum 11-17. Nadja Schaus jetzt mit der Angabe. Und die Halle ist wieder da, klar. Jetzt war wieder vom Patti Thormann gut gelöst. Und jetzt dürfen die Zuschauer auch nicht nachlassen. Feuert das Team an. Noch ist nichts verloren. Und der Block von eben Patricia Thormann zum 12-17. Und das ist eine unheimlich wichtige Spielerin für den Schweriner SC. Vor allem, weil sie so wahnsinnig unspektakulär spielt. Aber erfolgreich. Gute Block stellt. Nicht wahnsinnig hoch springt, aber die Bälle dann im Feld unterbringt und auch mit guten Angaben das Spiel des Schweriner SC füttert. Der Ball geht drüber, niemand war dran. Und der Punkt für den SSC 13-17. Ja, sie scheinen jetzt einen Lauf zu haben und wir hoffen alle, dass es so weitergeht. Mal gucken. Und da haben sie gerade Rhythmus gefunden und genau den versucht jetzt der Trainer von Sonthofen zu brechen hier. Er nimmt die Auszeit. Weil ich glaube momentan nicht, dass er die nimmt, weil er so unzufrieden mit seinen Mädels ist, sondern hauptsächlich, um hier den SC wieder zu unterbrechen in seinem Lauf. Denn die haben ja wohl, glaube ich, gerade eben 2-3 Punkte gemacht. Und da muss der Trainer natürlich auch, wenn du ein Trainerfuchs bist, versuchst du das natürlich zu stören und nimmst dann deine Auszeit. Ne? Das ist im Handball so und das wird auch im Volleyball so. Wobei man im Volleyball dann noch mehr Möglichkeiten hat. Man hat ja mehr Auszeiten pro Satz. Im Handball ist es ja bloß eine pro Halbzeit. Also wollen wir gucken, inwiefern das gefruchtet hat. Nadja Schaus. Jetzt mit der Angabe. Als Variante gespielt, aber der Ball ist im Aus. Der Ball ist im Aus. Punkt für den SSC. Das war eigentlich nicht schlechter. Als Variante gespielt, der Block vom Schwerin schon hochgestiegen, aber dann aus dem Halbfeld. Mit dem schlechten Schlag, weil er kam nicht ins Feld. Nadja Schaus.
Oh, der hat sich aber weggedreht, das hat man aber deutlich gesehen. Und das haben sie noch gut geholt, die Mädels aus Sonthofen. Ah, Glück am Netzroller von Völker. Sie können hier rüberbringen und jetzt Aufbau und Paddy Thormann macht den. Und da warst du noch zwei Punkte hinten. Und da hat man Aufschrei durch die Arena gehört hier in Schwerin. Und plötzlich glaubt man wieder an den zweiten Satz. Hier in Schwerin. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass der SSC jetzt hier den zweiten Satz weggegeben hat schon. Nein, das kann man nicht sagen. Das war wieder diese, was wir im ersten Satz schon mal gesehen haben von Dina Kostrot. Aber auch einfach dieser, alle stellen sich auf das Anspiel ein und sie legt ihn einfach rüber und plötzlich sind alle verwundert, wo der Ball herkommt. Ja, genau so ist es. Und das sind Fehler, die muss man halt im Laufe des Spiels und auch ansprechen, analysieren in den Auszeiten und so weiter. Und es passiert, aber na gut, wir wollen mal gucken, was passiert jetzt hier. Und untergehebelt, wenn ich das richtig gesehen habe, sagt der Schiedsrichter, also nicht den Ball gespielt, sondern mehr oder minder gefangen. Das wird hier moniert und deswegen der Punkt für den SSC. Ja, muss ich einen Hut vom Schiedsrichter ziehen. Also das alles, was zu sehen hier, auch sehen muss und das auch tut. Also das ist schon Respekt. Und da ist auch mal ein erfolgreicher Blocker. Kam sie eigentlich zu spät, die Anja Brandt. Und hat dann aber die Hände dran am Ball, bringt den Ball rüber und jetzt ist es der Anschlusspunkt. Der Block hat funktioniert und es ist der Anschlusspunkt, wie du sagst. 17 zu 18 und Paddy Thormann am Aufschlag. Und jetzt sehen wir das, was wir vorhin angesprochen haben, das Emotionale. Die Halle ist jetzt wieder da und jetzt wird es wahnsinnig schwer für Sonthofen, hier diesen Satz zu halten. Lösen sie aber gut, weil da steht der Block nicht zwischen Brandt und Hanke, zwischendurch geschlagen. 19 zu 17. Ja, aber es, wie gesagt, es bleibt sehr, sehr spannend jetzt. Nicht so wie im ersten Satz. Jetzt sind beide Teams auf Augenhöhe und interessantes Match jetzt. Kostrot mit der Angabe. Und das war sehr gut geschlagen von Anja Brandt. Da hat der Block sich schon eingestellt auf den Schlag von Brandt. Hanke hat auch gar keine andere Möglichkeit zu spielen, aber dann so diagonal geschlagen am Block vorbei zum Punkt, das war hervorragend. Auch super anzuschauen, also tolles Ding und 18-19. Und der Ball Kostrot und dann den Block ins Aus. 18-20. Und so langsam wird die Spannung hier greifbar. Ja, man spürt es. Die Anspannung auf dem Feld, auf den Rängen. Und guter Block. Den Ball rübertragen für den SSC. Und der Ball im Aus von Retzlaff. 18-21. Die Spielerinnen des SSC haben reklamiert, aber es ist unumstößlich. 18-21, ja. Hittlinger. Und wieder Brandt mit Glück, den Block mitgenommen, den Punkt. Aber trotzdem wirkt es mir etwas eindimensional, immer Hanke Brandt. Ja, und sie hat schön gewartet. Sie hat gesehen, der Block war ziemlich früh oben, der war schon wieder im Hinunterfallen. Und dann hatte sie erst abgezogen und das hat funktioniert. Sie war noch dran mit den Händen, aber konnte den Ball nicht mehr richtig greifen und oder platzieren auf ihrer Handfläche und somit ging er ins Aus. Ja, und jetzt geht die Angabe von Anja Brandt ins Netz. 19 zu 22. Anna Kovarova, was man nicht glauben will, deutsche Junioren-Nationalspielerin. Und sie war sogar Schulweltmeisterin, ausgespielt in Kroatien. Aber das war hervorragend gespielt vom Schweriner SC. Julia Retzlaff schließt ab. Ja, super gesehen von der Julia und auch super abgeschlossen. Es bleibt spannend, 2022. Und jetzt kommen wir zu den gefährlichsten oder gefürchtetsten Angaben der Bundesliga, Denise Hanke.